Willkommen zu einer weiteren Schiffsvorstellung in Avorion, wir dem mächtigen Brancor. Heute stelle ich euch die Tanuki vor, meine neueste Kreation, also bleibt dran, es wird spannend. Bevor ich zum Hauptschiff der Folge komme, möchte ich euch zwei Vorgängerschiffe vorstellen. Das erste hier ist die Herold. Das ist mein erstes Trägerschiff mit 6 Systemslots, solide Panzerung, Schild, Stellplätze für genug Waffen und Hangars für bis zu 39 Jäger. Das zweite Schiff ist die Legion. Es ist mehr ein Kampfstern als ein Trägerschiff. Für 9 Slots, dicke Panzerung, Schilde, einen gigantischen Frachtraum für Plünderung und ein Hangar für bis zu 81 Jägern sowie eine passende Bewaffnung ist dies mehr ein weißer Hai, der allein durch das System gleiten kann. Trotz ihrer Masse und Größe sind beide Schiffe dennoch wendig und schnell. Aber dennoch, es gab einige Kritiken. Folgend habe ich für das Midgame einen Träger geschaffen, der 10 Staffeln oder auch 120 Jäger tragen kann, als auch alle Vorzüge meiner vorherigen Schiffe weiterhin besitzt. Das hier ist der Kampfstern Tanuki. Ursprünglich sollte die Tanuki ein Schiff für 6 Systemslots werden und ungefähr so groß sein wie die Herold, hier links zu sehen. Daraus wurde aber nichts, als ich die Systemblöcke wie Schilde, Gyroskope, Korrekturdüsen und alles andere eingebaut habe. Optisch reiht sie sich eher an die Legion an, aber die Tanuki ist von der Masse her noch weit entfernt, um als Schlachtschiff durchzugehen. Ich würde sie daher eher als Schlachtkreuzer definieren, wenn es um die Kategorie der Schiffsgröße geht. Die Tanuki bietet Platz für 7 Systemslots und kann mit einer starken offensiven Geschützbatterie ausgestattet werden. Insgesamt bietet das Schiff ein Deck für 15 Türme der Größe 4 an. Ich habe hier meine Zitteltürme benutzt, die könnt ihr natürlich auch durch andere Türme aus dem Workshop austauschen oder auch kleinere benutzen, wenn ihr auch Defensivwaffen auf die Tanuki draufsetzen wollt. Aus meiner eigenen Spielerfahrung habe ich eigentlich gelernt, dass so eine Breitseite oben aus offensiven Kanonen immer noch ideal ist, wenn man einen Gegner angreift. Und dementsprechend ist das auch die Seite, die ich immer zum Gegner halt auch hinzeige. Wie eine Schildkröte. Immer den Rücken, der dick gepanzert ist. Wenn ihr natürlich mehr über die Satellitentürme erfahren wollt, unten unter dem Video habe ich noch den Link zu den verschiedenen Satellitentürmen reingepackt. Sonst rechts oben könnt ihr auch auf die Infobox draufgreifen, da euch zu dem Video führt. Aber kommen wir zurück zu Tanuki selber. Vom Aspekt der Steuerung kann die Tanuki sich mit meinen anderen Schiffen wunderbar mithalten, wenn es um Geschwindigkeit und Wendigkeit angeht, aber bedenkt, es ist ein großes Schiff und sollte mit Vorsicht durch ein Asteroidenfeld fliegen. Aber kommen wir mal zur Unterseite der Tanuki. Wie man sehen kann, habe ich in dem Fall bei dem Trägerschiff die Flughangars nicht an den Seiten angepackt, wie bei der Herold oder der Legion, wie man hier sehen kann, sondern ich habe hier komplett Bauch als Hangar definiert. Das heißt, einmal von vorne sieht man halt diesen richtig große, schöne Anflugskorridor, wo man direkt mit einer Fregatte andocken könnte. Da habe ich mich aus dem Spiel Homeworld orientiert an den Kushan-Trägern, weil ich das Design eigentlich doch recht interessant fand. Das Dach dieses Hangars besteht aus 6 Hangars selber und am Ende des Heckes findet sich noch ein weiteres. Diese 7 Hangarblöcke bietet insgesamt Platz für 120 Jäger, also das ist wirklich jetzt das Maximum an Jägern, die man dabei haben sollte. Nicht zu vergessen, die auf Größe 1 zu reduzieren, weil die Kapazität ist wirklich 1 zu 120. Auch sehr schöne Details sind nicht nur hier die Gerüste und die Lichtblöcke, die den ganzen Innenraum schön beleuchten. Ich habe auch hier die Spielereien angelegt mit den Torpedoblöcken. Die sind recht dünn aufgelegt, dass ich einfach diese Warnstreifen überall habe. Und auch andere Funktionsblöcke wie Batterieladungen, Energieschilder und ähnliches halt, die auch ein eigenes Leuchten mit sich bringen. Also in verschiedenen Materialien wird sich die Farbe der Leuchtblöcke hier auch ein bisschen anpassen und ändern, dass man nicht alles hier klassisch nur im Blau hat. Jetzt kann man natürlich auch gegen argumentieren, dass jetzt der Innenbereich dieses Hangars nicht mit schweren Panzerungen ausgelegt ist, was die natürlich auch ziemlich empfindlich macht gegenüber Railgun-Schützen. Aber das ist jetzt eigentlich mal Geschmackssache. Im Grunde ein perfektes Schiff, was komplett von allen Seiten alles abdeckt, das ist schier unmöglich, wenn man nicht gerade hier Tricks oder etwas wirklich unglaublich Hässliches fabriziert. Ein anderer Kritikpunkt, den man bei meinen Schiffen vorgehalten hat, ist die Blockanzahl der Schiffe.
Meine Herold, die kleinere von den beiden, die hat eine Blockanzahl von 4000, was noch okay ist. Während die Legion schon bei 6300, glaube ich, war das, liegt. Beides, sage ich mal, ist dann für einige Spieler dann, wenn sie auf Server spielen, etwas zu hoch angesetzt. Die Tanuki hingegen, die habe ich auf 2300 Blöcke reduziert. Also, kann sagen, die ist nur halb so groß wie die Herold an Blöcken, aber vom Detailgrad genauso schön anzusehen, dass man was geboten kriegt fürs Auge. Egal ob aus der Nähe oder auch vom Weiten, die Schiffe haben einen Detailgrad, der optisch für jedermann was zu bieten hat. Aber ich glaube, es wird mal Zeit, einen kleinen Test zu machen. Steigen wir mal in das Schiff hinein. Willkommen an Bord der Tanuki. Schauen wir uns erstmal die Standardwerte an. Ich habe das Schiff insgesamt mit 15 Kanonentürmen ausgestattet. Eine Mischung aus Kanonen, Railguns und Lasern. Dass ich auch alle Satellitentürme mal einfach mal hier drauf gesetzt habe. Prinzipiell wird alles, was hier vorbeifliegt, mit einer Breitseite kaputt geschossen. Aber das ist nur nebenbei erwähnt. Insgesamt hat das Schiff bei einer vollständigen Trinium-Aufrüstung 250.000 Hitpoints, 130.000 Schilde. Aus meiner Erfahrung her noch okay, aber das ist immer so ein relativer Schätzwert und es ändert sich auch immer, je nachdem wie das Spiel von dem nächsten Update dann ausbalanciert wird. Aber interessant natürlich sind jetzt hier die Werte für die Bewegung als auch für die Beschleunigung. Wie man sehen kann, ich habe eine Beschleunigung von 60 Meter Sekunde und 40 zum Abbremsen. Und bei den Drehungen zwischen 0,48 bis 0,3. Das heißt also im Endeffekt, das Schiff ist zwar jetzt nicht besonders wendig in dem Sinne halt, aber trotzdem aufgrund seiner Masse. Es fühlt sich trotzdem an wie ein Zerstörer, der langsamer wäre, langfliegen. Was man auch hier interessant ist, ist natürlich jetzt, ich habe hier einen sehr großen Anzahl an Quartieren eingebaut. Das heißt, für ungelernte Fachkräfte kann man hier wirklich bis zum Äußersten rangehen und das Schiff wirklich vollpacken. Hab natürlich dann auch die ausgebildeten Stufe 3 Kräfte, kann man dann hier wirklich die Anzahl der Quartiere auf weniger als die Hälfte reduzieren. Und das Wichtigste ist natürlich, wir sind immer noch unter dem Wert, dass wir keinen General brauchen. Generell finde ich, sag ich mal, immer etwas sehr knifflig, weil endlich mal eine Raumstation zu finden, wo einer vorhanden ist, als auch die Tatsache, dass es auch sau teuer ist. Naja, also ihr seht, ihr könnt einen riesengroßen Träger bekommen, der wirklich auf das Maximum an Piloten ausgestattet ist, aber dennoch kein General benötigt und an Feuerkraft, naja, eigentlich alles, was man sich wünschen sollte, in so einem Schiff drin zu haben. Ein Frachtraum von 1250 Kubikmetern ist jetzt auch nicht so gerade die Welt, aber ja, ich sag mal, für so eine kleine Plünderung von so einer Minibasis ist das vollkommen ausreichend. So, das sind eigentlich schon auch die wichtigsten Sachen. Kann man auch hier ein paar Leute rausnehmen. Ja, das sieht zwar ganz gut aus. Ja, so pauschal gesehen, ich habe hier ein doch recht dickes Schiff wieder drin. Vier von den, ne, sind sogar fünf Slots, habe ich hier belegt mit Waffensystemen. Also pauschal gesehen, ihr könnt zwei bis drei Slots dann für Frachtmodule, Schildkonverter oder was ihr gerade benötigt noch reinstecken. Aber das sind jetzt eben halt so Sachen, da muss man sich dann als erfahrener Spieler selber dann einstellen, was man darauf Wert legen möchte. Der Energiehaushalt, wie man sehen kann, der liegt hier bei gerade mal 60%. Also wir haben also noch Luft nach oben, dass wir auch mit mehr Energiewaffen arbeiten können. Und wir machen mal den Beschleunigungstest. Wie man sehen kann, sollte es mal heikel werden, dass wir beim Endboss zu viel Schaden einstecken, können einfach aus der Kampfzone innerhalb von kurzer Zeit auf, ich glaube, 4000 Meter die Sekunde schaffen wir, dass die Motoren heiß laufen. Ja, wunderbar. Da haben wir auch gleich den Endpunkt erreicht. Ja, perfekt. Die Energiespeicher werden leer gesaugt und wunderbar. Dann drehen wir uns noch mal kurz um. Ja, da hängt mein PC ein bisschen aufgrund, weil er so alt ist und so viele Schiffe da sind. Aber wie man sehen kann, wir haben hier 60 Kilometer erreicht. Abstand, also es ist ausreichend, um wirklich auch mal wieder Luft haben, wenn wir mal aus irgendeiner Ecke mal raus müssen.
Und hier könnt ihr nochmal alle 120 Jäger sehen, wenn sie aus der Tanuki entlassen werden und einen Schutzwall um das Schiff herum aufbauen. Sollte jetzt also irgendein Wahnsinniger wagen, dieses Schiff anzugreifen, dann wird sich mit einem kleinen Bienenschwamm anlegen müssen. Aber wir kommen jetzt bis Ende der heutigen Folge. Die Tanuki, also die Satellitentürme, könnt ihr natürlich in meinem Workshop abonnieren. Und wenn euch die Folge gefallen hat, zeigt es mit einem Like-Daumen und schreibt mir eure Meinung unter den Kommentarfeldern, wenn ihr Anregungen habt oder eure Erfahrungen, die ihr mit dem Schiff gemacht habt. Ansonsten, für die neuen Zuschauer, vergesst nicht noch den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu drücken, damit ihr auch keine weiteren Folgen mehr verpasst, wenn ich was Neues vorstelle. Also dann, Leute, wir sehen uns dann in der nächsten Folge und noch viel, viel mehr weiter. Euer mächtiger Brancor.